Hi meine Liebe und herzlich willkommen. Ja, viele fragen mich, wie lange ich für die einzelnen Schritte der Modellage brauche. Also dachte ich mir, ich zeig's dir einfach in Echtzeit. Das Ganze gestaffelt. Heute ist Abtragen des Materials und die Naturnagelvorbereitung dran. Und die folgenden Schritte folgen dann in den nächsten Videos. Wenn dich das also interessiert, dann bleib dran. Wenn dir das Video gefällt, lass mir ein Abo oder einen Daumen nach oben da und folge mir für Nailart-Anleitungen auf Instagram. Den Link dazu findest du einmal in der Infobox. Ja, starten tue ich natürlich mit dem Abtragen der Altmodellage. Kurz aber eine Frage, schreib mir mal bitte in die Kommentare, ob dir die Art Videos gefallen oder ob du sagst, nee, das ist mir zu langweilig, eintönig, langgezogen. So, ich entferne hier mit dem Fräser Farbe sowie einen Teil des Materials. Hier in dem Fall sind jetzt keine Liftings oder ähnliches. Heißt, ich entferne nur so circa 20%. Beim Fräsen ist es natürlich wie immer so, dass du aufpassen solltest, nicht mit zu viel Druck arbeiten darfst und eben auch nicht zu lange auf einer Stelle bleiben solltest. Ich kann halt nur immer wieder wiederholen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass beim Arbeiten mit dem Fräser nichts warm oder heiß werden sollte. He knows everything about me. What I love, what I hate, what I dream. Ain't nobody could love me like he would, but he don't love me like that. You see, he's the one I can't get out my head. Every touch, every word that he said, I play it back again. That boy makes me spin, but he don't love me like that. Dann schiebe ich mir die Nagelhaut mit dem Propusher einmal grob zurück. Ich schiebe nur insoweit, wie sich die Haut auch schieben lässt. Eigentlich nutze ich den Pusher ehrlich gesagt auch mehr dazu, um schon mal die unsichtbare Nagelhaut auf der Nagelplatte zu lockern, statt eben die Haut wirklich zurückzuschieben. Jetzt entferne ich mit dem Nagelhautbit in der Stiftform einmal die Nagelhaut. Hierbei gehe ich schon sehr gründlich vor, da ich erstens so Liftings vermeide, wenn die Haut komplett entfernt ist, und zweitens kann ich es einfach nicht ab, wenn im Endergebnis zum Beispiel beim Fullcover noch irgendwo Haut ist. Ich finde, es sieht einfach ordentlicher und gründlicher aus, wenn alles an Haut entfernt ist. Shoot us both. Don't know if I can let him go. Oh no, I get so close to losing control.
Kids on a pillow, feet are dangling. The air's so thin. My body is shaking, swaying in the wind. Push me in. Mit der Feile kürze ich mir den Nagel jetzt einmal und bring ihn direkt in Form, die er am Ende halt eben haben sollte. Hier rate ich dir aber nur zu, wenn du auch im Modellieren fit bist. Wenn du da eher noch nicht so fit bist und du dir die Form beim Modellieren des Aufbaus nachher wieder versaust oder verformst, würde ich hier an dieser Stelle erstmal nur grob kürzen und die Form dann erst feilen, wenn du den Aufbau befeilst. Einfach, weil du dadurch etwas mehr Zeit sparen kannst. Ja, wenn ich die Form und die Länge angepasst habe, raue ich mir einmal die gesamte Nagelplatte an. Hier natürlich auch gründlich und so lange, bis nichts mehr glänzt, sondern alles anmattiert ist. Ich selbst brauche für die komplette Vorbereitung inklusive Abtragen und so weiter, also alles, was du hier im Video siehst, circa 22, ja, bis 25 Minuten für beide Hände. Also du merkst, die meiste Zeit lasse ich mir wirklich bei der Vorbereitung. Beim Befeilen des Naturnagels ist es halt ziemlich wichtig, dass du keinen Druck anwendest und eben auch nicht zu lang auf einer Stelle bleibst. Wenn du auch, so wie ich, eine Feile dafür verwendest, empfehle ich dir, keine gröbere als 180 Grit zu nehmen, einfach weil du den Naturnagel mit einer 150er zum Beispiel ziemlich schnell stark verletzen könntest. Jump, 'cause you are all I really want. There's something just too beautiful about falling, falling for you. I'm falling for you. Breath and close your eyes again. I can't pretend I'm not on the edge. I'm ready to begin. Breathing deep and slow, losing all control. And all I know is I have to jump, 'cause you are all I really want. There's something just too to begin. Breathing deep and slow, losing all control. And all I know is I have to jump, 'cause you are all I really want. There's something just too beautiful about falling, falling for you. I'm falling for you. My eyes.
your breath and close your eyes again. I can't pretend I'm not on the edge, I'm ready to begin. Breathe in deep and slow. Ja, nach dem Befallen schneide ich das Eponychium, also die tote, abgestorbene Nagelhaut, noch mit einer Nagelhautzange weg. Aber das, wie schon im anderen Video erklärt und gesagt, zeige ich im Video nicht mehr, da man dies wirklich mit Vorsicht behandeln sollte. Ja, und das war's dann auch schon mit dem Abtragen und der Vorbereitung. Wie gesagt, ich selbst lasse mir hier die meiste Zeit, weil es für mich einfach der wichtigste Schritt an der ganzen Modellage ist. Denn nur mit einer richtigen Vorbereitung schafft man es, möglichst liftingfrei und ordentlich zu arbeiten. Ja, das Modelliervideo folgt dann. Und wenn du jetzt noch Fragen oder Videowünsche hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, deine Sue.